Da oben, Park Ranger Obi, ein Pteranodon. Ja, nein, das ist ein Pterodaktyl. Nein, ich bin sicher, das ist ein Pteranodon. Nein, das ist doch ein Pterodaktyl. Es mag windig sein heute, aber ich kenne meinen Pteranodon. Oh Mann, du könntest recht haben mit dem Pterodaktyl. Ja. Aber genau deswegen arbeiten wir an den Dino-Identifizierungsfähigkeiten. Wir sind daran ziemlich schlecht geworden, findest du nicht? Ja. Ich weiß nicht mal mehr, ob Pteranodon oder Pterodaktyl ist, aber... Ist ein Pterodaktyl. Ja, na, ich könnte, ja. Aber weißt du was? Deswegen sind wir heute auf der Dinosaurierwelt in Texas. Yeah! Ich habe da mal ein Spiel vorbereitet. Ein Dinosaurier-Versteckspiel, alles klar? Ja, verstecken mit Dinos. Genau, wir identifizieren die Dinos und wer gewinnt, bekommt die Dinosaurier-Überraschungstüte. Wow, yeah. Gut, wollen wir reingehen und loslegen? Auf geht's. Auf geht's. Also, das ist der Ausgangspunkt für unser Versteckspiel auf der Dinosaurierwelt in Texas, okay? Gut. Gehst du vor oder soll ich vor? Ich gehe vor. Okay, du versteckst dich bei einem Dinosaurier, schickst mir ein Foto und ich habe 2 Minuten, um dich zu finden. Klar? Alles klar. Ich zähle auf 10, während du dich versteckst. Ich schummel auch nicht. Da. Leg los. 1, 2, 3, 4. Dilophosaurus. Mann, ist der perfekt. Jetzt das gute alte Selfie mit dem dreisten Dilophosaurus. 9, 10. So, Park Ranger Obi, wo steckst du? Komm raus, zeig dich, wo du auch steckst. Wahrscheinlich die Richtung. Lächeln, Dilophosaurus. Warte. Sehr gut. Ja, jetzt verstecken. Okay, Park Ranger Obi, wo steckst du? Komm raus, zeig dich endlich. Muss ich ihn noch schicken? Erledigt. Puh, hey, eine neue Nachricht. Oh. Hey, den Dino kenne ich doch. Mal überlegen. Ein Dilophosaurus. Oh Mann, hier wird er mich niemals finden. Wo ist der Dilophosaurus? Ich schätze da lang. Nur noch 10 Sekunden, das schafft er doch niemals. Okay, Obi. Du musst hier sein. Ich kann den Dilophosaurus schon riechen. Ich schätze, dass er das ist. Oder eine Brotzeit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nimm das! Ah! Wow! Oh nein, 2 Minuten, 10 Sekunden. Ja. Oh, dann kriege ich keinen Punkt. Ich bin dran. Okay. Mit Verstecken. Ja. Gut, du zählst auf 10. Klar soweit? 1. Und wenn ich mich versteckt habe, hast du 2 Minuten Zeit, okay? Dann los. 2, 3. Wow, was für tolle Dinos. Das klappt, das klappt. Allosaurus, ja. Dich kenne ich, Allosaurus. Super. Der perfekte Platz zum Verstecken, Park Ranger Obi, kommt nie darauf, wo ich gerade bin. 8, 9, 10. Ah, Moment. Oh, okay. Wo ist der hin? Hm. Nach da? So, ein guter Platz für ein kleines Selfie. Schön geworden, okay. Verschicken an Park Ranger Obi. Stoppuhr läuft. Okay, mal sehen. Ein Bild ist da. Ich frag mich, was das für ein Dino ist. Sieht irgendwie grün aus. Allosaurus! Ja. Gut, ist er jetzt da oder da? Da lang. Nur noch 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden. Ha. Vielleicht da oben lang. Schnell hin. Haha, hab dich fertig. Oh, du hast mich gekriegt. Ich wusste, du bist beim Allosaurus. Ja, richtig. Das ist der Allosaurus da hinten. Gut, na gut. Diese Runde geht an dich. Jetzt darfst du dich wieder verstecken. Okay. Okay, wo willst du hin? Ich zähle bis 10. Los. Ha. 1, 2, 3. Dinosaurier, Dinosaurier, wo bist du? Carnotaurus, da bist du. Haha, perfekt. Und jetzt ein Selfie mit dem Carnotaurus. 5, 6. Ah! Okay, gut genug. Aber wo verstecken? Oh, abschicken. Gib mir einen Hinweis, Mann. Ich brauche Hilfe. Ja. Na, endlich. Und? Okay, das ist doch was. Nur, was ist das für ein Dino? Eine harte Nuss, da bin ich echt nicht sicher. Aber Moment mal. Halt, stopp, diese Hörner. Haha, das ist doch ein Carnotaurus mit diesen Hörnern. Und zwar genau wie der. Nein, das ist ein Triceratops. Wo soll ich mich verstecken? Oh, nein, nicht da drüben. Vielleicht da? Ich hab's. Bei dem.
roten und gelben und blauen Parasaurolophus. So, ich verstecke mich hier. Nicht da hinten, das hätte ich gesehen. Er muss den Weg lang sein. Na denn, jetzt geht's, Parkranger Obi. Ich komme, dich zu holen, Kanotaurus. Das wird eng. Hallo, Kanotaurin, ich weiß, ihr seid hier. Ich nehme eure kanotaurischen Schwingungen wahr. Kanotaurus, direkt vor mir. Haha, Kanotaurus gefunden und 1,5 Minuten übrig. Jetzt fehlt nur noch Parkranger Obi. Parkranger Obi, wo steckst du? Oh, hey, was soll das sein? Sieht aus wie ein verrückter... Dran gekriegt. Okay. Oh, Mann. Hey, ich habe die 2 Minuten unterboten, oder? Ja, 1,45. Okay, dann 1 Punkt für mich diesmal. Ja. Dann verstecke ich mich also wieder, ja? Okay. Und du zählst auf 10. 1. Wo lang? Da. 2. Das ist perfekt. Ein Stück Moloch. Wird der nie erraten? 6. So, Stücki Moloch, jetzt ein schönes altmodisches Selfie. Na also, so wird es gut. Oh ja, so ungefähr, ja. 9, 10. So, wo ist der jetzt hin? Da oder dort? Ich nehme den Weg. Sieht schön aus. Senden wir das an Parkranger OB. Na gut, jetzt irgendwo verstecken. Wann kommt das Bild denn endlich? Oh, da ist es. Sofort einklicken. Ich spiele einfach einen Baum. Was ist das für ein Dino? Das Bild ist ziemlich schlecht. Ich zoome mal rein. Mal genau ansehen. Na klar, ein Stügimoloch. Nur wo ist der? Da oder da? Da lang, ja. Oh, er kommt. Hier ist es. Ein Stügimoloch? 2 Stügimoloche? Ein Parkranger am Baum. Moment, Parkranger Aaron, du hast es nicht mal versucht. Ah, Zeit abgelaufen, 2:01. Was? Du warst zu spät. Die erste Runde ging an dich, die zweite an mich. Das heißt, jetzt kommt die Entscheidungsrunde, okay? 1, 2, 3. Mann, wen nehme ich denn bloß? T-Rex, das könnte ein Glückstreffer sein. Schnell, raus mit dem Handy. Für ein freundliches Bild mit T-Rex. 8, 9, 10. Obi, komm raus, zeig dich, wo du auch steckst, ich komme. Versenden und verstecken. Dieses Mal kriege ich dich in 2 Minuten, damit das klar ist. So, na endlich, da ist es. Alles klar, Ja, gut, mal sehen, wo er... Ganz offensichtlich ein T-Rex. Und jetzt hinter T-Rex verstecken. Gut, wo ist er denn hier in der Dinosaurierwelt? Oh, Moment. T-Rex ist doch hier, direkt vor mir. Hierher, T-Rex. Bei so einem Ei. Okay, hier sind Eier. Aber wo verstecken? Oh, ja, vielleicht drin. Schlag den Maulwurf. Na also, der T-Rex. Er wurde entdeckt. Na dann, jetzt noch Parkranger OB. Oh oh. Nur noch 30 Sekunden übrig. Schlag den Maulwurf. Okay, Parkranger OB, wo bist du? Was sagt die Uhr? Okay, knapp. 5, 4, 3, 2, 1. Dieses Mal hat er sich gut versteckt. Was? Ist der etwa. Parkranger OB, bist du da drin? Oh, Parkranger OB, Mann! Haha, 2:10. Leider zu spät. Oh, Mann! Gib mir die Stoppuhr. Mhm. Du kriegst noch eine Chance, mich zu finden. In weniger als 2 Minuten. Du hast das ganze Spiel gewonnen, wenn du das schaffst und bekommst den Überraschungspreis. Okay. Alles klar? Ja. Dann zähl bis 10. Und ich verschwinde. So, ich brauche einen Dinosaurier. Einen guten Dinosaurier, neben dem ich mich verstecken kann. Welchen würde Parkranger OB wohl niemals erraten? Ich muss ihn doch irgendwie schlagen können in diesem Spiel. Oh ja, ein Dryptosaurus. Absolut perfekt. Wieder das gute alte Selfie. Okay, senden an Parkranger OB. Und jetzt noch irgendwo verstecken. Okay. Das sieht genau wie ein Dryptosaurus aus. Nicht allzu gut, aber besser als das letzte. Hier hinten rein. Gut. Da ist er doch. Ja. Noch 1,5 Minuten, Mann. Wieso ist der bloß so schnell? Perfekt. Jetzt bin ich bei dem Dryptosaurus. Aber wo ist Parkranger Aaron?
Hey, was ist das für ein seltsamer Busch? Ach, oh Mann, yeah, du hast mich gefunden. Oh, du hast sogar noch 30 Sekunden übrig. Jawohl. Damit hast du das ganze Spiel gewonnen, Park Ranger OB. Juhu. Okay, wollen wir zurück zum Dino Headquarter und die Überraschungstüte aufmachen? Sofort. Dann los! Yeah. Und gespannt, was drin ist? Yeah. Alles klar. Lass sehen. Für den Sieger. Oh, wow, wow, wow. Oh, ja, ja, da ist es. Nicht fallen lassen. Wow. Ein Airstorm Firetech Rocketcopter. Ja. Ich glaube, der steigt auf und leuchtet dann oder so. Der fliegt hoch in die Luft. Na dann, aufmachen und ausprobieren? Ja! Also, ab geht's. Okay. Also es leuchtet, oder? Hier, siehst du diesen Schalter da? Oh, ja, hier. Und es leuchtet, aber weißt du was? Ich glaube, er ist eher für nachts gedacht. Es ist noch zu hell, jetzt im Sommer um diese Zeit. Das ist die Abschussvorrichtung, oder? Ich mache das so daran fest und... Wie eine Steinschleuder. Ziele und... Feuer! Mann. Wow, der war gut. Oh, ich kann das Ding sogar aufleuchten sehen. Mal sehen, ob ich das überbieten kann. Hä? Oh, so. Jetzt aber. Yay! Oh, Mann. Warte, ich will sehen, ob ich gewonnen habe. Habe ich gewonnen? Gewonnen! Wuhu! Oh, Mann, schon wieder gewonnen. Du gewinnst irgendwie immer. Hm? Okay, wir warten, bis es dunkel ist und versuchen es dann nochmal, ja? Ich krieg euch. Minuten früher. Ich denke nicht, dass er diese Ausrufezeichen am Ende mag. Aber es macht doch so viel Spaß, jemandes Geburtstag vorzubereiten. Und wenn man 365 Leute mit verschiedenen Geburtstagen kennt? Hm, das wäre super. Dann müsste man niemals mehr Kuchen kaufen. Überraschung! Ein Dimetrodon musste drauf. Ist schließlich Orsons Lieblingsdino. Der Bäcker hat wahrscheinlich noch nie so ein Dino gesehen. Er wird es lieben, Park Ranger. Genauso wie das fantastische Park Ranger Geburtstagsabzeichen. Aber ihr werdet nicht glauben, was ich für ein großartiges Geschenk für ihn habe. Ich bin mir sicher, dass er insgeheim glücklich ist, obwohl es so aussieht, als ob er weinen würde. Wisst ihr, was ich glaube? Orson liebt diese Dino-Babys total. Er traut sich aber nicht, das uns zu zeigen. Ja, du süßes Dino-Baby. Und du auch. Oh, ihr seid die putzigsten Dino-Schätzchen auf der ganzen großen Ranch. Oh, was seid ihr für goldige, süße Dino-Babys. Das ist okay. Ein Badetag ist halt ein Spaßtag. Die Inventur von unseren Fahrzeugen und der Technik? Mit wem redest du? Mit niemand. Park Ranger Asher? Kannst du dich bitte um die beiden Babys kümmern? Ich check das Ei. Klar, Park Ranger Orson. Das Baby kommt. Ach, Mist, ist das rutschig. Ich habe so viel Seife an den Händen. Ich kann's für dich halten. Park Ranger Orson an alle Park Ranger. Kommt schnell. Wir kommen, Park Ranger Orson. Wo sind die Babys? Ich weiß nicht. Ich war so abgelenkt von dem Ei.
Ich wollte nur kurz checken, ob die Walkie-Talkies funktionieren. Weitermachen. Parkranger Orson, Ende. Das war komisch. Oder? Naja, für Orson nicht wirklich. Die haben sich versteckt. Nun ja, die Hütte ist nicht besonders geräumig. Wo also sollen sich hier zwei Baby-Dinos verstecken? Hinterm Inkubator. Oh ja! Mhm. Orson, du bist der erfahrene Leiter eines geheimen und angesehenen Schutzgebiets für Dinosaurier. Kapier's endlich. Ich glaube, wir sind fertig. Das sieht gut aus. Pteranodon! Das ist mein Lieblingsdino. Die sehen aus wie prähistorische Pelikane. Picknicktisch Nummer 5 gewesen? Negativ, Parkranger. Verstanden, Ende. Das war irgendwie eigenartig, oder? Nicht für Parkranger Maisie. Ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn wir ein paar Leckerli auslegen und sie in Ställchen locken? Gute Idee, Parkranger Escher. Und jetzt? Das war deine Idee. Oh ja, dann warten wir. Ich glaube, das ist ein Pteranosaurus. Der Name bedeutet geflügelte Eidechse. Sie sind klein, aber sie sehen aus wie kleine Drachen. Oh Leute, das Abzeichen! Verschwindet! Ich weiß, dass der Kuchen nicht besonders gut aussah, aber das gibt euch noch lange nicht das Recht, ihn zu zerstören. Wenigstens haben wir noch unsere Fähnchen. Oh, Shish-Kebab! Dich, Parkranger Wyatt. Dachtest du, ich würde dich an Orsons Geburtstag verschonen? Hm? Nicht jetzt, Dino Master. Wir haben Monsterprobleme. Die Raptor haben die Geschenke für Orsons Geburtstag gestohlen. Oh, okay. Da muss ich jetzt mal meinen Dino Master Kalender checken und morgen, da habe ich einen Arzttermin, aber übermorgen, ja, da sieht es für dich ziemlich schrecklich aus. Ja, super. Danke. Was ist mit den Fahnen? Oh, die sind dann wohl leider weg. Gib mir sofort das Leistungsabzeichen zurück! Oh, hallo Leute! Na also, das war doch super einfach. Hi Orson, ich muss mich hinlegen. Ja, mach das. Ja. Sofort aufwachen. Ein Baby-Dino wird gleich das Licht der Welt erblicken. Endlich! Es ist soweit! Erwartete Ankunftszeit in 30 Sekunden, Parkranger. Wir haben großartige Neuigkeiten. Oh oh. Er kommt gleich. Leute, gute Nachrichten. Der Hut ist wieder da mit dem Abzeichen für unser Geburtstagskind. Warum habt ihr die Fahnen abgehängt? Welche Fahnen?
einige Raptor-Schwierigkeiten. Ich bin echt gerührt. Ihr habt euch wirklich ins Zeug gelegt. Köstlich. Echt gut. Und wer kriegt wohl ein Geburtstagsabzeichen? Bekomme ich etwa ein Parkranger-Leistungsabzeichen? Und das ist von uns allen. Oh, die sind ja so süß. Das ist prima. Danke euch. Oh, sehr beeindruckend. Danke. Und für deine Bemühungen verleihe ich dir das Pteranodon Ptama-Abzeichen. Was hast du noch alles im Ärmel? Eine kleine Überraschung habe ich noch. Darf ich vorstellen, unser neues Parasaurolophus-Baby. Parachute-Olophus? Parasaurus-Napholophagus? Es heißt Parasaurolophus. Interessant ist der Knochen an seinem Kopf, der bis zum Rücken herunterhängt. Und er frisst nur Pflanzen, ist also Vegetarier. Oh, die sind so süß. Hey, Orson. Ich dachte, du wolltest die Babys heute baden. Das ist eine lange Geschichte. Keine Dinosaurier hier, nur wir Hühner. Und 50 Minuten früher. Park Ranger, schaut euch das an. Es ist soweit. So etwas habe ich nicht erwartet. Ich glaube, es war schon eine Weile da drin. Es riecht, als ob es schon eine Weile da drin wäre. Darin befindet sich eine Art Vorrichtung, die das Ei aufbricht. Ziemlich coole Technik. Checken wir es aus. Eine Karte der T-Rex Ranch mit Eiern an verschiedenen Plätzen. Steht da oben irgendwas? Folge den Hinweisen, um zu finden, was du suchst. In Visispex werden alle Eier enthüllen, die ich versteckt habe. Das ist nicht bloß eine Landkarte. Es ist eine Schatzkarte. Also, das hier müssen die Invisispecs sein. Vielleicht sind überall versteckte Eier und wir sehen sie nicht. Lasst uns einen Schatz finden. Nur nicht so schnell, Park Ranger. Wir wissen nicht, wer oder was dieses Ei zurückgelassen hat. Und wir haben einen T-Rex auf der falschen Seite des Elektrozauns. Deshalb müssen wir besonders vorsichtig sein. Parkranger Maisie und Bella, ihr zwei schaltet Dino 1 aus und seht, was ihr finden könnt. Das brauchst du nicht zweimal sagen. Parkrangers Asher und Max, ihr bleibt bei mir. Wir gehen in den Gadget-Schrank des Dino-Masters und schauen, ob wir einen T-Rex-Bändiger finden können. Hey, ich hab's euch doch gesagt. Schaut auf den Ellbogen des anderen und ihr werdet's nie verfehlen. Ja. Lass uns etwas Staub aufwirbeln. Lasst uns einkaufen gehen. Wir sind derzeit von fantastischen und unberechenbaren Blastern umgeben. Seppern, Schürhaken, Stößeln und sogar ein paar Hawker. Mhm. Wenn ihr die Herausforderung annehmt, eines dieser Gadgets zu meistern, erhaltet ihr das Parkranger-Leistungsabzeichen Gadget-Guru. Asher, du darfst heute wählen. Ja! Der Dino-Gefrierstrahl klingt cool. Dann probieren wir den mal aus. Auf der Karte steht, dass irgendwo in dem Metrodon Village ein Ei versteckt ist. Puh. Kein
keine Sorge, Mama. Wir sind nicht wegen deiner Eier hier. Das stimmt nicht. Warte mal, Park Ranger. Ich glaube, du brauchst die hier. Invisi-Specs. Gute Entscheidung. Was siehst du? Einfach eine Menge bunter Farben. So muss sich ein Buntstift fühlen. Wow. Warte. Das ist ein Hinweis. Euer Suchen macht uns keine Angst. Auf der Pteranodon-Terrasse versteckt sich was. Rate mal, wo wir hinwollen. Das nenne ich einen erfolgreichen Test. Halte es vorsichtig mit beiden Händen und ziel dann genau und... Fantastisch! Macht nichts. Ich bin ja nur der Erwachsene mit jahrelanger Erfahrung. Wow! Willst du es versuchen? Ja! Ich werde mal die Dosen zurückstellen. Okay, langsam. Dann krieg ich heute wohl nicht mein Gadget-Guru-Abzeichen. Du musst mutig sein. Oder ein guter Schauspieler, wenn man auf der Spur eines Raptors einen Schatz sucht. Der Raptor-Pfad! Er scheint am Leben zu sein. Nun, das ist gut. Max, hörst du uns? War das ein Aha oder ein A-A? Konnte ich nicht erkennen. Ich auch nicht. Dieses Ding scheint keine anderen Einstellungen zu haben als ein und aus. Es ist wohl Zeit für Plan B. Wir können dich nicht verstehen. Hier wird's gerade immer gruseliger. Sind wir denn sicher auf dem richtigen Weg? Natur kann nicht gruselig sein. Ist nur Natur. Pass nur auf, dass wir keine unerwünschten Dino-Besucher bekommen, okay? Verstanden, Park Ranger. Bella, komm schon, wir müssen gehen. Denkst du nicht, er hätte uns schon längst angegriffen? Kann schon sein. Wahrscheinlich. Als ob er in einem Loop ist oder so. Als ob er nicht echt ist. Bella, sei mutig. Bella, sei mutig. Bella, sei mutig. Was soll das werden? Mutig sein. Okay, was war das denn gerade? Ich glaube, jemand hat ein Hologramm des Raptors erstellt, um Leute abzuschrecken. Heiliger Schatzsaurus! Wir haben große Neuigkeiten. Haben wir auch. Wir haben außerdem Max eingefroren.
Ich habe ihn aus Versehen eingefroren. Geht's ihm gut? Ja, ihm geht es gut. Was ist passiert? Ich weiß nur noch, dass ich eine Limo-Dose aufgehoben habe. Das hier ist der Dino-Auftauschstrahler. Kommt schon, Leute, habt ihr überhaupt gesucht? Du bist dran, Bella. Und jetzt die großen Neuigkeiten. Wir fanden ein verstecktes Ei im Demetrodon Village, das einen Hinweis enthielt, der uns zur Pteranodon-Terrasse brachte und uns schließlich zum Raptor-Pfad führte, wo wir diese fanden. Wie viele dieser Eierstationen habt ihr denn besucht? Nur drei. Das bedeutet, dass es einen ganzen Park voller versteckter Eier gibt. Und niemand weiß, was drin ist. Es könnte ein Baby-Dino sein. Könnte Konfetti sein. Schrecklich. Wir wissen nicht, wer sie versteckt hat. Was? Mein neuer Klingelton. Zu früh? Eingefroren mochte ich dich lieber. Kommt schon, Park Ranger. Stecken wir diese Eier in den Inkubator und sehen, welche Überraschungen uns erwarten. Der 3-Minuten-Fidget-Spinner dreht sich 3 Minuten. Was? Ein Dinosaurier ist aus seinem Paddock ausgebrochen. Ich rufe Park Ranger Aaron. Bitte kommen, Park Ranger Aaron. Ja, schieß los, Park Ranger Obi. Da ist ein Alarm in Paddock 12. Sieht aus, als wäre ein Dinosaurier entkommen. Was? Und welcher Dinosaurier denn? Ich weiß nicht, welche Dinos sich darin aufhalten. Ich sehe nach. Dann werde ich meine neuen Rinder mal zählen. Da ist eins. Noch eins. Paddock 12 steht bei mir gar nicht. Ja, ich wüsste auch nicht, wo das sein soll. Ich weiß, welcher Dino das ist. Hey, Despicable G, lass gefälligst unseren Dino-Pack in Ruhe. Ja, ich habe ihn aus dem Paddock gelassen. Er ist jetzt in der Anime-Minimal-Trinix-Tronix bei der elektrischen Figuren-Show. Was? Diese Show mit Dino-Figuren? Alter, gar nicht cool, Mann. Oh Mann, da sind aber echt viele Leute. Wir sollten sofort dahin. Okay, Park Ranger Obi, ich werde dich jetzt abholen und dann fahren wir zur Dino-Show. Bin gleich bei dir. Okay, ich warte. Jetzt schnell dahin. Okay, Park Ranger Obi, das ist die Dino-Show, von der Despicable G sagte, die Dinosaurier wären alle hier hingelaufen. Okay. Also holen wir jetzt was im Geschenkeladen, suchen dann die Dino und locken ihn raus, bevor er jemanden erwischt. Dann los! Dann los! Hey, da ist es! Entdecke die entfesselten Dinosaurier! Cool. Sehen wir es uns mal an! Hey, Park Ranger Obi! Ein Zoelophysis! Alter, du hast ihn erkannt, ist ja Wahnsinn! Glaubst du, das ist ein mechanischer Dino oder ist er echt? Das muss eine Figur von der Show sein, weil er seine Füße nicht bewegt. Oh gut, dann können wir schon mal ausschließen, dass wir uns um den kümmern müssen. Ja! Wir müssen weitersuchen. Cool! Auf geht's! Cool. So, und? Ein Saltasaurus! Alter, du lässt mich ja nicht mal fragen! Hey, weißt du, wer gern einen Saltasaurus hätte? Wer? Nana! Oh ja! So gerne, wie sie Salz isst. Der ist in echt über 12 Meter groß. Der ist riesig, wow. Mann. Wie ein Brontosaurus, ja, oder? Er ist ein Pflanzenfresser. Ja. Frisst also nur Pflanzen, zum Und Glück. Und Salz. Und Salz, ja, vielleicht auch das. Gut, sehen wir nach, was wir noch Und so finden. Los. Hey, Park Ranger OB, hast du den Dino endlich gefunden? Nein. Wir müssen weiter Ausschau halten, ja? Okay. Dann los. Okay, kennst du den Namen von dem Kollegen? Ein Cool. Mann, du liegst wieder mal goldrichtig. Super. Okay, ja. Ich bin mir sicher, das wird kein echter sein. Ja. Aber er ist echt gut gemacht, cool. oder? Aber wir sollten jetzt den Dino finden, den Despicable G freigelassen Suchen hat. Suchen wir. Sieh dir den an. Wow. Sieh dir den hier mal wow. an. Wow, ein Dilophosaurus. Ja, Alter, das ist ein Dilophosaurus. Cool, es ist wie riesig. Ein herrlicher Dilophosaurus. Oh ja, den will man lieber nicht anfassen. Nein. Aber wir sind trotzdem sicher.
Das ist keiner von denen, die Despicable G rausgelassen hat. Wir suchen weiter. Da lang! Yay! Los! Wow, ein Allosaurus! Ich weiß, Mann. Und wie toll der aussieht! Ein richtig großer! Hey, juhu! Hey, was ist das da drüben? Oh. Finden wir es raus? Ja, aber erstmal wird dich der Allosaurus nein! Wow, hier gibt's sogar einen Deinonychus! Ah ja, Deinonychus, ein 3 Meter langer Fleischfresser. Sieht fast aus wie ein Raptor, hey, oder? Hey, sein Auge hat sich vergrößert und wieder verkleinert. Ja. Gerade eben erst. Er blinzelt auch. Wow, die Augen werden größer. Wow, echt erstaunlich. Wow. Okay, er ist wirklich super animiert. Man glaubt, er sei echt. Ja. Ja, ist aber nicht. Zum Glück. Aber zu unser aller Glück. Er frisst dich trotzdem. Los, Parkranger Obi, komm schon, du kannst Erster werden. Gib Gummi, Mann. Tu ich. Oh, er hängt an der Bande. Alles klar, aber es geht weiter. Er hat die Witterung aufgenommen. Er weiß, wie man ein Rennen mit einer lahmen Krücke bestreitet. Oh yeah, hab den ersten Platz belegt. Ich hab den ersten Platz. Erster Platz? Echt? Yeah. Cool, dann suchen wir mal weiter nach Dinos. Ich glaube, er will dich beißen. Nein, dich. Nein, dich. Okay. Wie heißt er? Ein Stegosaurus. Ja, Mann. Hey, diese Figuren sind großartig. Sieh mal, wie toll die Bewegungen gesteuert werden. Boah. Sieht wirklich echt aus. Ist aber nicht, oder? Nein. Aber klasse. Cool. Was für eine tolle Dino-Show. Vielleicht finden wir noch einen T-Rex irgendwo. Los! Hier! Wow, ein T-Rex! Hammer, Alter. Ein großer, furchtbarer T-Rex. Ja! Sieht aus, als wolle er dich beißen. Okay. Was aber gut an diesem T-Rex ist, ist, dass er ziemlich sicher nicht echt ist. Denn dann wäre er deutlich größer, ja. Stimmt? Aber er sieht trotzdem wirklich cool aus, oder? Okay, dann suchen wir mal lieber... Oh, sehen wir doch mal da drüben nach. Ja, aber der frisst dich trotzdem. Die sind ja alle hinter mir her. Mann, sieh dir das mal an. Ein... Spinosaurus, wow, ist der groß. Wusstest du, dass der größer als ein T-Rex Was? Ist? Nein, wusste ich nicht. Einer deiner Lieblingssaurier, ja, oder? Absolut. Toll. Und der kommt aus Afrika. Ja. Hey, sieh dir den mal an. Wow, ein Amagasaurus. Alter Mann, du kennst so viele von... das war mal ein Brüllen. Ja. Beruhigend, dass der ein reiner Pflanzenfresser ist, oder? Ja, denn der wird bis zu 10 Meter lang. Wow, Amagasauren, ganz schön cool, oder? Ja. Okay, na dann. Oh, ich glaube, da drüben sind Raptor. Komm mit. Wow, ein Iguanodon. Oh, und sieh mal, was da noch ist. Raptor! Velociraptoren legen sich mit dem Iguanodon an. Ja. Oh Mann, der sieht ja richtig fies aus, findest du nicht? Und der arme Iguanodon so, kann mir mal jemand den Raptor da wegmachen? Oh nein! Das könnte schlimm enden. Ja. Okay, ich habe diesen Dino hier absolut nirgends gesehen. Ich glaube, Despicable G hat uns einfach nur reingelegt. Ja. Machen wir das Beste draus und sehen uns noch ein wenig okay. um. Okay, weiter geht's. Alles klar, Park Ranger Obi, machen wir noch ein Bild, wenn wir schon hier sind? Ja. Ich glaube, die basteln uns vor einen Dschungel oder so. Cool. Darf ich nach da? Okay. Alles okay. klar, auf 3 schaut ihr mal nach da und erschreckt euch dann so richtig. 1, 2, 3. T-Rex! Okay, und gleich noch 1. Oh, nochmal. Gut, gut gemacht. Also, das war unser erstes Bild. Und? Gefällt dir Nein. das? Nein. Oder nehmen wir das zweite Bild, er bereitet es gerade vor. Mit meinen Taekwondo-Schlägen mache ich den T-Rex fertig. Oh ja, genau, stimmt. Und welches gefällt dir besser? Das da. Das da, das nehmen wir? Ja. Okay, dann holen wir es. Ja, das nehmen wir. Wow, na, was hältst du von dem Bild, hm? Park Ranger cool. Obi? Kumpel, du gibst ein super Schutzschild gegen T-Rex ab. Ja. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Okay, dann auf zu neuen Dinosauriern, oder? Und los! Und los! Ein Carnotaurus! Und wusstest du, dass das Fleischfresser aus Südamerika sind? Wow! Und sie sind auch verdammt schnell! Yeah. Und sie haben noch winzigere Hände als ein T-Rex! Wow, das ist Super. Dann echt winzig! Dann buddeln wir sie mal aus, die, was, Dino-Fossilien? Ja. Gut, dann sieh mal, was du so findest. Ganz schön kalt das Wasser. Okay, wow, wie viel Zeug hast du denn in deiner Kiste? Cool. Mann, hol es mal raus und wir sehen nach, was du gefunden hast. Wow! Sieh dir das an, Mann. Ein T-Rex-Zahn. Ich glaube nicht T-Rex-Zahn, aber das könnte ziemlich gut ein Haifisch-Zahn sein. Yeah. Super cool. Behalte den, wir prüfen das. Echt abgefahren. Okay, rein damit. Und wir sehen uns mal um, was es noch so gibt. Okay, Park Ranger Obi, Zeit für die Gesichtsbemalung. Weißt du schon, welche du davon willst? Schädel. Echt, den Dino-Schädel? Ja. Okay, machen wir das. Yay.
Okay, das war's. Schon oh, fertig. Oh, wow, und toll. Und jetzt kannst du dich da drüben im Spiegel ansehen. Alter, Mann. Cool. Das sieht super aus. Gefällt's dir? Ja. Okay, Park Ranger Obi, dann leg mal los. Yeah. Und, hat Spaß gemacht? Ja. Großartig, oder? Okay, dann mal zurück zum Geschenkeladen, ja? Auf geht's. Dein Gesicht sieht wirklich klasse aus. Damit verjagst du jeden Dinosaurier hier. Aber ich finde, wir müssen noch im Geschenkeladen nach etwas Dinosaurier-Spielzeug suchen, damit wir die weglocken können, und okay? Los. Und los! Alles klar, das ist der Geschenkeladen. Mal sehen, was es gibt. Hey, willst du... Warte mal, was hast du denn damit vor? Den Dinosaurier anlocken. Mit einem Schirm? Ja. Wie willst du das anstellen? Ich mache einfach so. Oh, okay, wenn du denkst, dass er sich davon beeindrucken lässt und abhaut, dann gut, holen wir den Schirm, okay? Und los! Hat Spaß gemacht, ja. Oder? Hey, aber weißt du was? Ich glaube, Despicable G hat uns einfach an der Nase herumgeführt. Der Dinosaurier in der Dino-Show, hier gibt's keine echten Dinos. Hey. Oh, Moment mal. Wer ruft mich denn jetzt übers Walkie-Talkie? Hier spricht Park Ranger Aaron. Schieß los. Seid ihr da, Park Ranger? Despicable G, wie kommst du immer zu unseren Walkie-Talkies durch? Ich habe niemals gesagt, in der Dino-Show. Oh, also kein Dino in der Show, sondern... Raptor! Und tschüss, Park Ranger! Du verwirrst ihn mit deinem Schirm, ich hole den Beruhigungsblaster. Ja. Funktioniert gar nicht! Oh nein, ich versteck mich! Oh nein, rennen! Keine Beruhigungsdarts! Was? Schnell rein! Wir müssen hier abhauen! Schnell! Tür zu! Ich geh doch gar nicht! Ha, mach's gut, Raptor!